Ja, ich stehe hier mit Agnes Jaks, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Frohes neues Jahr erstmal. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Ich bin gut reingekommen. Haben Sie geböllert? Also ich habe kleine Jungs zu Hause und das heißt, man kommt nicht ohne Böllern ins neue Jahr. Das können Sie doch gar nicht verantworten als Grüne eigentlich. Es ist gleichzeitig so, doch auch die Grünen haben Spaß an der Freude und am Leben und das entscheidende Punkt ist für mich, unfallfrei ins neue Jahr zu kommen. Waren das denn wenigstens fair gehandelte Böller? Es waren Böller von Butnikowski und insofern hoffe ich, dass das mindestens Bioware war. Fein. Erstmal herzlichen Glückwunsch jetzt zu dieser sensationellen Umfrage. Die Grünen bei 24% in Hamburg und wenn Bundestagswahl wäre sogar 26% und stärkste Partei. Was machen Sie richtig? Ja, wir haben erstmal, muss man sagen, das ist natürlich ein wirklich tolles Ergebnis. Und was wir richtig machen, ich glaube, das ist ein Potpourri von verschiedenen Sachen. Die Ausgangspunkt war, bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen nicht wegzulaufen, sondern zu sagen, wir wollen die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist das, was noch nachwirkt. Und wir haben das erste Mal seit 10 Jahren auch Rückenwind von Bundesebene. Robert Habeck, sehr beliebt. Annalena Baerbock, eine sehr gute Bundesvorsitzende. Und ich glaube, wir kommen mit den Themen auch so ein bisschen dahin, was das urbane Milieu in Hamburg eigentlich möchte, nämlich eine Verkehrswende. Wir kämpfen für den Klimaschutz, wir kämpfen für die Fahrradstadt und wir haben auch ein paar Ergebnisse vorzuweisen. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Potpourri. Und trotzdem ist das so, es ist am Ende eine Momentaufnahme und wir müssen gucken, wie es weitergeht. Was muss ich denn in der Verkehrspolitik neben Wohnen ja eines der zentralen Themen tun? Naja, wir müssen das Thema Verkehrswende noch viel weiter auf die Agenda schreiben. Nämlich wir brauchen die Fahrradstadt Hamburg und die Fahrradstadt Hamburg muss sich jetzt weiterentwickeln. Wir brauchen eine Verkehrswende. Aber bei dem Wetter wie jetzt fahren die Leute doch nicht richtig Fahrrad, also im Winter. Gut, also ich bin jetzt im Hamburger Abendland Neues Empfang auch mit dem Fahrrad gefahren und ich glaube, das werden auch noch viel mehr Leute tun, weil das Wetter in Hamburg ist nicht so schlecht, wie viele denken. Und die sonnenreichsten Tage übrigens waren in diesem Jahr in Deutschland, in Norddeutschland. Und vor dem Hintergrund aber ist es, es geht ja nicht nur ums Fahrradfahren, sondern es geht auch darum, dass wir den öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen. Die ganzen Projekte sind bekannt. Aber wir müssen die Taktung auf den Strecken deutlich erhöhen. Wir müssen sozusagen den Komfort erhöhen. Wir müssen einfach Lust machen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und ich glaube, wir müssen eben auch schauen, dass wir sozusagen insgesamt gucken, dass das Auto weniger Platz in dieser Stadt hat, weil wir werden immer mehr Menschen, die müssen sich auf derselben Verkehrsfläche fortbewegen. Wie schafft man das? Es werden immer mehr Autos angemeldet in Wahrheit. Na, in Wahrheit nimmt die Anzahl der Autos pro Haushalt in Hamburg überhaupt nicht mehr zu, sondern es ist aber so. Die Zahl der in Hamburg angemeldeten Pkw steigt. Ja, sie war aber auch schon mal höher, als sie jetzt ist. Sie steigt momentan, aber die Bevölkerung wächst auch immer. Und daraus ergibt sich ja eine relativ einfache Gleichung. Wenn die Bevölkerung wächst und jeder Einzelne mehr Mobilität haben will, aber die Fläche des Verkehrs nicht wächst, stehen alle mehr am Stau. Und deswegen muss man Verkehrsarten fördern, die weniger Platz brauchen, die ökologisch nachhaltiger sind. Und das ist nun mal nicht der Autoverkehr, das ist der Radverkehr, das ist der öffentliche Nahverkehr, das ist der Fußverkehr, das ist Carsharing und so weiter und so fort. Und genau daran müssen wir arbeiten und das wollen wir mit den Hamburgerinnen und Hamburgern gemeinsam machen. Ist es nicht auch grünes Ziel, die Innenstadt autofrei zu bekommen? War das nicht sogar mal Programmatik? Also wir haben keine Position zu sagen, wir wollen die Innenstadt autofrei machen. Aber natürlich ist es auch klar, dass wir wollen, dass in der Innenstadt weniger Autos gefahren werden. Und wir wollen natürlich auch, dass wir sozusagen weniger Parkplätze im öffentlichen Raum haben. Nehmen wir sie beispielsweise mal den Burchardplatz. Der Burchardplatz ist der Platz vor Hamburgs Weltkulturerbe, dem Schillerhaus. Und Hamburg macht daraus einen ebenerdigen Parkplatz. Überall in Italien, südlich der Alpen, wäre das eine belebte Piazza, wo sich Menschen gerne aufhalten. Und deswegen ist da in Hamburg noch viel Luft nach oben. Zweites großes Thema Wohnen. Der Chefredakteur hat es in seiner Rede auch angesprochen. Es wird viel gemacht, es wird viel gebaut. Es gibt einen Wechsel in der Bodenpolitik. Man will jetzt nur noch einen Erbpacht vergeben. Aber bisher steigen die Mieten trotzdem unbeeindruckt weiter. Was muss noch passieren? Na, dazu muss man einmal sagen, das ist nicht gut, dass die Mieten unbeeindruckt weiter steigen, wobei das unbeeindruckt vielleicht nicht ganz so stimmt, weil wir die Mieten in Frankfurt, in Köln, in Berlin und in München viel stärker steigen. Insofern, es passiert schon was. Aber natürlich haben wir eine Situation, dass sich Hamburg, für alle müssen sich Hamburg leisten können. Und was wir deswegen brauchen, ist, wir brauchen noch mehr Wohnungen, die dauerhaft sozial gebunden sind. Und damit meine ich nicht unbedingt Sozialwohnungen, sondern Wohnungen, die von Trägern mit einem sozialen Motiv, und zwar einem dauerhaften sozialen Motiv, gebaut werden. Das kann die Saga sein, das können kirchliche Stiftungen sein, das können Genossenschaften sein. Und diesen Anteil müssen wir innerhalb der 10.000 Wohnungen deutlich erhöhen. Ist Einzelhausbebauung überhaupt noch möglich in einer Stadt wie Hamburg? Es gibt ja Leute, der NABU fordert es, glaube ich, darauf zukünftig zu verzichten. Na, ich würde aus dem Verzicht kein Dogma machen, aber man muss auch sagen, es gibt in Hamburg große Einzelhausgebiete und insofern, wenn jemand in Hamburg ein Einzelhaus haben möchte, dann findet er auch eins. Also keine Neuausschreibung. Na, ich glaube, wir müssen da eben kein Dogma draus machen und einige Sachen werden auch noch passieren, aber ich glaube, wir müssen das deutlich reduzieren und wir müssen eher gucken, wie wir die Stadt eben auch so nachverdichten und da ist eben das Thema nicht in der inneren Stadt in Hamburg. Dort gibt es eine hohe Verdichtung, nehmen wir das Generalsviertel als der am dichtesten besiedelte Ort in Deutschland, aber gleichzeitig ist Hamburg eben außerhalb des Ring 2 ungefähr auch ein großes Einfamilienhaus oder Einzelhausgebiet und auch das wird sich natürlich perspektivisch ein wenig ändern.
Kommen wir nochmal wieder zum Anfang zurück am Ende. Müssen Sie nicht mal einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Bürgermeisterkandidatin jetzt aufstellen? Ja, ich glaube, wir sind bei einer Momentaufnahme, was diese Umfrage angeht. Das ist ja auch die erste, die uns in Hamburg, glaube ich, über 20% jemals gesehen hat. Und ich glaube, man sollte das jetzt nicht 3 oder 4 Umdrehungen zu viel machen, sondern ich glaube, man muss auf dem Teppich bleiben, auch wenn der Teppich fliegt. Und das bedeutet, wir machen erstmal weiter Arbeit. Wir haben auch noch ein Jahr vor uns. Und in diesem Jahr wollen die Leute auch vernünftig regiert werden. Das steht jetzt im Vordergrund und alles andere gucken wir dann später. Sie machen viel Sport. Gibt es noch irgendwelche anderen Vorsätze, die Sie für dieses Jahr persönlich gefasst haben? Och, eigentlich weiter so wie bisher. Ich hatte 2018 einfach ein super Jahr. Ich bin umgezogen, habe geheiratet, habe einen super Triathlon gemacht. Und wenn es diesmal die 2 Classics werden, wäre es auch toll. Toi, toi, toi. Alles Gute, schönes Jahr. Ebenso. Tschüss.